Mit der Meditation untrennbar verbunden ist die Achtsamkeit. Man bezeichnet damit die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, also in die umgekehrte Richtung, in die wir meistens aufmerksam sind, nämlich nach außen. Sie ist eine grundlegende Methode, mit der wir unsere Sichtweise auf die Dinge und die Welt ändern können, mit der wir uns von negativen Gefühlen und Gedankenmustern lösen können. In der einfachsten Form übt man sie, indem man auf den Körper achtet, auf seine vier Grundhaltungen, das Liegen, Sitzen, Gehen und Stehen. Fast alle Yoga- und Tai-Chi-Methoden sind auch Methoden der Körperachtsamkeit. Etwas schwieriger ist dann die Übung der Achtsamkeit auf die Gefühle, Absichten und Gedanken. Wenn wir aufhören wollen, uns über andere Menschen zu ärgern, in Stress zu geraten, müssen wir lernen, achtsam zu sein. Es sind ja nicht die anderen, die uns ärgern und stressen. Wir nehmen die anderen zum Anlass, um uns zu ärgern, um uns selbst unter Stress zu bringen. Durch die Übung der Achtsamkeit und der meditativen Konzentration kann man lernen, Ärger und Stress, der in einem selbst noch nicht entstanden ist, gar nicht entstehen zu lassen und in der Folge diese und andere unheilsame Zustände, in die wir geraten, fallen zu lassen. Und weiter kann man auch lernen, Liebe, Großzügigkeit und Gelassenheit, die in uns nicht vorhanden sind, entstehen zu lassen und diese dauerhaft zu erhalten. Das, was ich hier in wenigen Worten so einfach beschreibe, ist es natürlich nicht. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als alle seine Gefühle und Gedanken unter Kontrolle zu bringen, sich nie wieder zu ärgern oder unter Stress zu geraten, sondern immer liebevoll, freundlich, mitfühlend und gelassen zu sein. Der Weg der Meditation hat somit das ganz reale und positive Ziel, den eigenen Egoismus zu überwinden und so ein zufriedenes und gleichmütiges Leben zu führen.